Herzlich willkommen zurück zur Minecraft Adventure Map mit Glabur auf der Hallo. Map Tech. Genau. Ja, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Ich gimpe hier noch. Stimmt, ich sage, wie inkompetent ich bin. Sollte ja den Knopf nicht drücken, ne? Nein. Genau. Ja, was gibt's sonst? Nicht viel. Außer, dass ihr in dem Sinne schon recht habt, dass so langsam die Map langweilig wird. Ja. Was nicht an dem Map-Hersteller liegt, sondern an uns, weil wir einfach zu lange dafür brauchen. Das stimmt, ja. Man einfach dazu sagen. Vielleicht nehmen wir mal, wenn diese Map vorbei ist, mal was anderes wie Adventure Map. Es gibt ja genug Möglichkeiten bei Minecraft. Ja. Kann ja solche komischen Arena-Kämpfe da machen, wo dann diese Computer da Zombies spawnen lässt oder so eine Geschichte mal spielen oder. Ach, es gibt ja ohne Ende in dem Sinne, was ich gerne auch mal alles ausprobieren würde. Kann man ja mal sagen. Weil anschauen ist immer zweierlei. Wenn man sich Adventure Map anschaut, sagt man auch, mein Gott, ist das einfach. Ja. Der Junge jetzt zu doof, hier zwei Klötze weiter zu springen. So ist es doch, Andi. Ja. Ne? Und man merkt erstmal, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man das selber mal spielt. Das stimmt. Ach nee. Komm doch da lang, du kleiner. Ja. Schaffst du das? Und einmal noch. Oh. Ja. Dann runter. Ein Sprung noch. Oder, ja, mehr oder weniger. Ein Lauf. Und Knopfchen drücken. So. Alles klar. Ah. Wie Challenge war das? 21,6, dann jetzt 21,7. Ist auch ein bisschen verwirrt hier, ne? Ja, es gibt ja auch hier so ein Portding da hinten in dem grünen Haus. Na, das hier gibt's ist ja noch für die Etagen. Genau, aber ja, es gibt so ein kleines Port in dem Sinne. Ich glaube, wir sind doch unten fertig, oder nicht? 21,6. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das war ja die erste. Hier nochmal hier. 21,12. Hier steht Service Bank. Hallo, ich hätte gern ein bisschen Geld. Danke. Hast du sie gefunden? To MRT und Subway. Nein, da wollen wir nicht hin. Ja, ich geh mal hoch. Ja. Ich glaube, da oben war irgendwo 27. Wenn dann ganz, ganz oben. Ach, ich mach mal Musik an. Schadet nicht. Ja. Jo. Ja, lassen wir ja. 21,7. Ah. Geht doch. Ja, wir haben uns das ja letztes Mal angeguckt, aber es ist ja auch immer eine Woche her. So. Jo. Ja, hier ist die Xbox 360. Lol. Raus hier! Scheint wirklich der Start zu sein. Game Wakes. Okay. Über uns ist eine Leiter. Ne, da kommen wir nicht ran. Nö. Ich frage mich gerade, wie man das hier schaffen soll. Ist jetzt wirklich der Start? Wahrscheinlich nicht. Weil ich schaff das nicht, egal wie ich abspringe. Hier ist der Start, ja. Ja, stimmt.
Aber haben wir hier irgendwas übersehen? Eine Leiter? Eigentlich sind diese Bücherregale immer ganz einfach. Oder sind wir beide jetzt sowas von dämlich, dass wir diesen... Warte mal, hier ist doch ein Brett, ein Schild, da kann man sich doch draufstellen. Nein, auf die Schilder kannst du dich nicht draufstellen. Die Schilder sind durchsichtig. Oh. Ich hab jetzt gesagt, wenn ich mich ganz an den Rand stelle. Wahrscheinlich ist es ganz einfach. Ja, ganz an den Rand gehe ich mal von außen und dann wirklich im letzten Augenblick abspringen. Ey, ich spring zu früh. Das liegt eindeutig an mir. Ja, hab's. Na gut. Ja, aber wohin? Links die Leiter. Ach, da. Also Leute, jetzt fordert er aber hier einen heraus. Oh ja. Oh, scheiße. Der erste Sprung, der ist am fiesesten von allen jetzt gerade. Ja. Das geht ja gerade mal gar nicht klar. Na gut, jetzt geht's. Oh, da springe ich vor die Kante des Regals. Mm, ich liebe dich, Regal. Ja, vielleicht lasse ich und Andi uns nach der Map wirklich mal was Neues einfallen. Statt eine Adventure-Map vielleicht mal irgendwas anderes. Ja. Also ich würde gerne auch mal was anderes von Minecraft ausprobieren. Ja, Hunger Games und was weiß ich ja nicht alles, ne? Es gibt ja ohne Ende. Weil ich glaube, wenn wir die zu Ende haben, haben wir so 150 Folgen Adventure Map gemacht, Leute. Oh, irgendwann möchte man dann auch mal vielleicht was nur. Ist eigentlich ganz einfach hier der erste Sprung, ne? Ja. Du musst abspringen, wenn du fast neben dem Regal bist. Dann... Ja. Oh. Geht das eigentlich? Wieder Ja, tolle Wurst. Ich blöd, Mann. Mach ich Doppelsprung und falle ganz runter. Oh, Wubbelgarten. Es gibt kein Wubbelgarten mehr. Anja, sind unsere PCs, die ruckeln. Ja, schlechte Rechner. Ja, ganz schlechte Rechner. Also... Wird mal Zeit, dass wir vom Du hast ja gerade mal die Mindestanforderungen erreicht für Minecraft mit deinem Rechner hier. Mindestanforderungen? Die habe ich nicht mal. Für Minecraft? Nein, die habe ich nicht. Nicht? Nein, meine mein Arbeitsspeicher hat schon mehr Megahertz, wie das Spiel überhaupt braucht. Ja, von etwa. Ich weiß gar nicht, was das Spiel braucht an Megahertzzahl. Was, die 300? Weiß es nicht, Standard? Nee, das glaube ich nicht. Also es frisst ja schon ganz schön, ne? Ja. Aber wenn du überlegst, mein RAM läuft auf 1100, glaube ich. 2100 Megahertz. Wow. Hey, GZ. Schaffst du es? Nicht drücken, denk da dran. Und hinter dir sind Leitern. Ja, bin oben. Sehr nice. Die ersten Sprünge sind wahrscheinlich saumäßig schwer, ne? Ja, nein, alle. Alle? Also die sind wirklich schwieriger, ja, definitiv. Okay. Ja, wir werden uns auf jeden Fall noch irgendwas einfallen lassen mit Minecraft. Irgendwas aus der Reihe wird dann mit Sicherheit mal kommen. Doch, das denke ich auch. Nur Adventure Map ist halt dieses Problem, ja, jetzt spielen andere zum Beispiel unsere Map auch. Nur überarbeitet und ja, da merkt man einfach, wenn diese Leute auch schon alte Maps in dem Sinne spielen, nur überarbeitet, dass es einfach zurzeit nichts gibt. No, an Adventure Map.
Gut, was will man auch noch großartig bauen? Der Andi hat ja schon vollkommen recht. Bei so einer Map hier, da hast du alles drinne. Ja, McDonald's, Burger King Laden, KFC. eine Bank und was weiß ich nicht alles, wo du drinne rumjumpst. Also das hier ist ja keine Adventure Map mehr. Das hier ist ja schon eine Stadt. Das Und kann man auf. eigentlich wirklich als Stadt bezeichnen, die umgebaut wurde. Ja. Die dann einfach umgebaut worden ist als Adventure Map. Ja. Also. Ja, aber auch So. schon allein hier alles reinzubacken, ne? Ja. Game Racks, Spiele, Rechner, PC, Online-Games, kannst alles. Ah, das ist. Allein schon das alles hier hinzuschreiben, das ist schon übelst. Da nicht hin. Dann doch da. Nein. Nur die Pfeile beide geguckt, als hättest du gesehen, dass du nach oben gemusst hättest. Oder kommst du da oben an den Zaun dran, an die Leiter? Hinter dir an der Wand. Wen? Da. Bäh. Da hättest du hingemusst, nämlich. Du musst auf den oben in der Mitte. Und dann zum. Von der Mitte dann zum Zaun. Okay, ich habe einfach nur auf den einen Pfeil. Ja, da stehen extra zwei Pfeile. Ja, ich habe nur auf den einen geguckt. Und da stand geradeaus und dann habe ich mir gedacht, okay, ich spring's runter. Ja, das war dann der Troll. Genau. Naja, egal. So. Und so. Und so. Ja, ihr könnt natürlich auch schreiben, was ihr vielleicht mal sehen wollt bei Genau. Minecraft. Vielleicht kennt Vielleicht ihr ja möchte. schon was Cooles, vielleicht habt ihr was gesehen oder vielleicht fällt euch Genau. was anderes ein, was man mal bei Minecraft machen kann. Es gibt ja unendlich Also, was mich auf vieles. jeden Fall mal interessiert, so eine Story zu spielen. Weißt du, Ja, was ich meine? ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, aber einfach nur mal auszuprobieren. Weißt du, man muss das ja nicht durchziehen, das geht ja nicht lang. Das meine ich ja damit, ne? Einfach mal ausprobieren würde ich es gerne mal. Ja, wie gesagt, ist nicht mein Fall. Das passt. Ich finde, das passt mir nicht. Minecraft ist kein Lore-Story-Game. Das ist einfach nur so Open World. Eigentlich Überleben. Da Ja, passt keine ausprobieren Geschichte rein, finde ich deswegen. werde ich es trotzdem mal, weil ich finde es einfach interessant. Ja, das kannst du gerne tun. Mir geht es ja auch nicht nur darum, sondern mir geht es ja auch darum, wie die Leute das alles gebaut haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Und sowas finde ich auch schon sehr interessant, weil ich habe mir ja hier auch Inspirationen geholt, was wir bauen könnten. Ja, das stimmt natürlich. Also und sowas meine ich dann zum Beispiel wie bei, ja, wenn man diese Geschichten da spielt, weißt du, da kann man sich ja auch Inspirationen holen von anderen Leuten. Natürlich. Man klaut ja in dem Sinne nicht. Nein. Weil unsere Minecraft-Welt soll ja in dem Sinne weitergehen. Ja. Nee, klauen. Wenn du das klauen würdest, dann müsstest du die Adventure, die Map, mehr oder weniger zum Beispiel diese Map hier, müsstest du registrieren und schützen lassen. Ja, wenn ich sie Das. klauen will, dann würde ich einfach die Map einfügen und würde sagen, boah, guck mal, was ich mir für eine Stadt gebaut habe. Ja. Und würde es nur von oben zeigen. Genau. Das wäre in meinen Augen klauen. Ja, ist auch kein Clown. Alles, was hier gebaut wurde, das kannst du dir so auch nachbauen. Ja. In Spielen gibt es keinen Clown. Es sei denn, es ist eine andere Firma, die dasselbe Spiel herstellt, nur anders nennt. Das ist Clown. Soll ich da drauf? Hier in der Mitte hoch, genau. Da, wo die Lampe ist. Oh, Entschuldigung, das ist aber Ein weiter Sprung. unkonzentriert bin ich. Aber ich will unbedingt nachher noch Battlefield spielen. Und noch ein bisschen mehr Punkte bei Battlefield. Ich will eigentlich Karabiner freischalten. Welche? Komplett. Achso, Alle. komplett. Ja. Da Ja, brauchst du noch ein paar bei. Kills für. Ja, Dingens habe ich ja fertig. PDWs? PDWs. Mal guck. PDWs bin ich fertig und bei Karabiner habe ich jetzt schon dritte oder vierte Waffe freigeschaltet. Aber nice. Am Anfang habe ich ja alles durcheinander gespielt, kann man ja sagen. Ja. Und das will ich halt nicht mehr. Ich will das jetzt so machen wie der Snow. Und dann suchst du dir nachher deine besten Waffen raus, mit denen du spielen willst.
Und zum 2.12. kommt ja auch schon das Add-on. Oder 1.12.? 2.12. Ja, 2.12. kommt schon das Add-on. Was in meinen Augen viel zu früh ist. Man hat nicht mal, gut, man kennt jetzt alle Maps, aber richtig alle Maps gespielt habe ich auch nicht. Richtig. Weil eine Runde, wenn du ein gutes, ausgeglichenes Team hast,